Ein neues Video von Massengeschmack TV. Schauen wir mal rein. Wir stehen kurz vor der Fußball-EM in Deutschland und die ganze Euphorie. Gestern schon so halb geschaut. Obwohl ich eigentlich gar kein Fußballfan bin, aber so halb am Rande mitbekommen. Deutschland hat alle Tore geschossen. Rui ist natürlich ein bisschen getrübt, wenn eben solche Dinge, solche schlimmen Dinge wie in Mannheim zum Beispiel passieren. Man kann nur hoffen, dass während der EM nicht auch irgendwas Schlimmes in der Art in Deutschland passieren wird und es eine fröhliche Europameisterschaft wird, so wie 2006 das Sommermärchen. Vielleicht lässt sich das ja ein Stück weit wiederholen, wenn das Wetter... Da war ich noch nicht geboren. Und das Wetter sieht aktuell auch nicht danach aus. Da natürlich auch mitspielt, das ist ganz wichtig. Die ARD hat in dieser Woche eine Dokumentation zum Thema Rassismus im Fußball gezeigt, mit dem Titel Einigkeit und Recht und Vielfalt. Gut, den Begriff Freiheit wegzulassen ist wahrscheinlich eher dem Wortspiel geschuldet, würde ich mal sagen. Da will ich jetzt den Machern nichts Schlechtes unterstellen. Die Doku ist auch tatsächlich sehenswert. Sie ist sehr ruhig erzählt, sie ist sehr vielschichtig, ohne Schaum vorm Mund. Verantwortet und präsentiert wird sie von dem Journalisten Philipp Avunu, der selbst schwarz ist. Und also man kann ihm nicht vorwerfen, dass er irgendwie einseitig agiert hätte. Es ist eine, wie ich finde, sehr ausgewogene Doku, die er da gemacht hat. Und er findet auch durchaus den richtigen Ton, ohne gleich sozusagen die rassistische Keule dann. Ja, also man sollte ja auf jeden Fall auch über Themen wie Rassismus und so aufklären dürfen. Das Problem ist ja nur in letzter Zeit, dass wir oftmals übertriebene oder schlecht argumentierte Sachen gesehen haben. Aber das heißt natürlich nicht, dass man gegen die echten Sachen nicht auf einer sachlichen Ebene tatsächlich vorgehen darf und Sachen kritisieren darf. Kritik ist ja immer super. Überall zu schwingen. Denn es ist natürlich ein bitterer Moment, wenn er zum Beispiel ein Interview wie dieses hier führen muss. Und wie ist das generell so Ihr Eindruck? Denn die Mannschaften sind sowieso nicht mehr deutsch. Wenn man richtig hinguckt, gucken Sie mal, wie viele Deutsche noch spielen. Also das ist sowieso ein Witz. Ja. Okay, wie definieren Sie das, wer da deutsch ist oder nicht? Ne, Deutscher ist für mich, rechter Deutscher ist für mich, ich will hier nicht so nahe treten, aber hellhäutig, ja. Ich weiß nicht, warum man das jetzt auf dem Begriff der Ethnie, also es gibt keine deutsche Ethnie, aber warum man jetzt auf den Begriff der mitteleuropäischen Ethnie da quasi gehen soll, das ergibt irgendwie wenig Sinn. Es ist eigentlich nicht wirklich relevant in dem Kontext. Und warum? Also warum kann ich jetzt nicht ein echter Deutscher sein? Ja, weil sie sind, ihre Eltern keine Deutschen sein können. Meine Mutter ist Deutsche. Ja gut, okay, ja, das geht natürlich schon, aber ich meine, ich habe nichts, überhaupt nicht irgendwie, aber ich finde auf dem Sportplatz, wenn nur noch, wo bleiben die hellhäutigen Deutschen, die können auch Fußball spielen. Es ist also in diesem Fall nicht die Reportage selber das Problem, die war handwerklich völlig in Ordnung, das Problem war eher der produzierende WDR. Und zwar, wie der WDR das Ganze im Vorwege vermarktet hat. Denn für die Doku wurde eine Umfrage durchgeführt und dabei kam dann folgendes Ergebnis heraus. Wir geben eine repräsentative Umfrage in Auftrag. Das Ergebnis? Jeder fünfte Deutsche fände es besser, wenn wieder mehr weiße Spieler für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen. Wie er versucht, seinen Rassismus kleinzureden. Meinst du jetzt den wen meinst du jetzt? fänden es gut. Ich meine, ich kann verstehen, ich kann verstehen, ich meine, ich weiß nicht, wie der Stand jetzt ist. Wenn es jetzt quasi nur noch ausschließlich Menschen einer Hautfarbe wären, dann wäre es ja nochmal was anderes, als wenn das jetzt durchmischt ist. Ich kann verstehen, dass man das dann irgendwie... Das war eigentlich auch komisch. Ich meine, meiner Meinung ist, das sollte eigentlich einfach regeln, wer besser ist. Quoten in egal welche Richtung ist mir eigentlich schon zu doof. Fragen auch Parteipräferenz ab. Die bei weitem höchste Zustimmung zu dieser These gibt es bei Menschen, die die AfD wählen würden. Nee, ich bin mir sicher, es gibt eine höhere Übereinstimmung bei der Heimat.
Naja, die Zahl 21% kann man jetzt so oder so betrachten. Man kann natürlich sagen, im Umkehrschluss bedeutet das ja, dass 79% der Deutschen nicht so denken. Das ist ja eine sehr große Mehrheit. Und wenn 47% der AfD-Wähler dieser Meinung sind, sind es 53%. Ja, immerhin nicht. Eine knappe Mehrheit, aber auch ja immerhin eine Mehrheit. Natürlich kann man sagen, schöner wäre es, wenn niemand so denken würde. Das ist völlig klar. Aber ja, also das würde ich auf jeden Fall, also wie gesagt, ich meine, das wäre dann irgendwie eine Quotenforderung umgedreht, wäre auch seltsam. Ja, keine Ahnung. Wenn jemand sagt, er würde sich wünschen, es gäbe mehr weiße Spieler in der Mannschaft, muss das ja auch im Einzelfall jetzt gar nicht unbedingt gleich bedeuten, dass derjenige das fordert. Manche denken auch vielleicht gar nicht richtig drüber nach, wenn sie so eine Antwort bei so einer Umfrage geben. Also da kann man viele Fragezeichen setzen. 2 Milliarden sind Peanuts. Es ist Kleingeld. Turboko schickt 100, Deutsche können halt kein Fußball mehr spielen. Wir gaben einen Fachkräfte-M-Engel. Gut, vielleicht muss man die Forderung einfach um zwei Ecken denken. Und zwar ist die Forderung dann einfach, dass Deutsche mehr Fußball spielen sollten. Ist einfach um zwei Ecken gedacht. Der WDR, wie gesagt, der hat dann nämlich vor der Veröffentlichung der Doku eine große Pressemitteilung herausgegeben mit der Überschrift: Rund ein Fünftel wünscht sich mehr Nationalspieler mit weißer Hautfarbe. 65% stimmen dem eher nicht oder überhaupt nicht zu. Also im Grunde kann man schon sagen, Sensationshascherei. Und es bleibt natürlich dann auch nicht aus, dass die deutsche Nationalelf selber mit diesem Thema konfrontiert wird und mit dem Ergebnis dieser Umfrage konfrontiert wird. Und das ist ja eigentlich das Letzte, was unsere Jungs jetzt kurz vor der WM noch gebrauchen können. Ja gut, die können da ja wohl gar nichts für. Also erinnern uns mit Schrecken an Katar zurück, wo auch es andauernd nur um irgendwie Regenbogenflagge und solche Dinge ging und der Fußball irgendwie gar nicht mehr so richtig das Hauptthema war. Ich hoffe, dass man diesen Fehler nicht wieder macht. Ja, man muss eben auch sich schon die Frage stellen, was die ARD sich dabei denkt, mit solchen Umfragen und solchen Pressemitteilungen an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich schätze, das bringt Aufmerksamkeit tatsächlich, weil es ist halt einfach. Es ist halt relativ einfach, daraus einen Skandal zu kreieren, weil das natürlich viele Leute beschäftigt, was ja auch gut so ist. Aber man sollte dann quasi die Aufmerksamkeit, die ja zu Recht von Menschen darauf gelenkt wird, oder ein Thema, wo zu Recht Menschen dem, ein Thema, dem zu Recht Aufmerksamkeit geschenkt wird, sollte man dann nicht ausnutzen dafür, da irgendwie einen Skandal zu machen, wo keiner ist. So. Man könnte sogar so weit gehen und fragen, ist es nicht am Ende vielleicht sogar von der ARD Rassismus, was hier betrieben wird, nämlich überhaupt so eine Frage zu stellen. Der deutsche Nationalspieler Joshua Kimmich und auch Trainer Julian Nagelsmann jedenfalls fanden, weil sie danach gefragt wurden, auf einer Pressekonferenz deutliche Worte. Wenn man überlegt, dass wir jetzt vor einer Heim-EM stehen, ist es schon absurd, so eine Frage zu stellen, wo es eigentlich darum geht, das ganze Land zu vereinen. Wir haben gerade darüber gesprochen, was für eine Stimmung herrscht, was auch wir spüren, wie die Leute Lust auf das Turnier haben. Und sowas dann von der ARD war das, glaube ich, absolut kontraproduktiv, hat überhaupt keinen Platz. Ich glaube, es geht jetzt wirklich nur darum. Ja, das ist dann auf jeden Fall auch nicht sinnvoll. Und das sorgt dann wahrscheinlich sogar eher wieder dafür, dass Leute genau das Gegenteil aus Trotz dann machen. Gemeinsam Großes zu erreichen. Wir als Mannschaft versuchen alles dafür und versuchen, alle Menschen in Deutschland hinter uns zu kriegen. Ich sehe es absolut identisch, dass ich allein die Fragestellung auch einen Wahnsinn finde, dass wir im Öffentlich-Rechtlichen sowas, so eine Frage stellen. Es ist gut, die Frage impliziert halt schon irgendwie ein bisschen was. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, ja. Wir haben kurz darüber gesprochen, als ich glaube, Franz, am Montag war es, wo du mich informiert hast, war ich schon schockiert, dass sowas, so Fragen gestellt werden. Dass dann Menschen gibt, die darauf antworten auch. Ja, eben. Interessant wäre ja zu erfahren, wie viele der Befragten vielleicht gleich gesagt haben, ich beantworte diesen Scheiß nicht. Ne, das kommt in der Umfrage ja gar nicht vor, ne? Ja, so, das ist halt auch nochmal ein fairer Punkt. Ich meine, die Frage ist ja schon irgendwie ein bisschen suggestiv gestellt. Also du hast schon eine seltsame Position, um da so eine pauschale Frage draus zu machen. Das ist ja durchaus vielleicht eher dazu verleitend, ja.
und dann irgendwie so reagiert haben. Wie ist es, was sollen die doofen Fragen? Sind sie in ihrem Kopf nicht normal oder was? Unverschämt an mir so eine Frage zu stellen, schaue ich noch in die Fresse, mehr sind sie nicht wert. Das ist eine weg. Das habe ich noch nicht erlebt, so was Dreckiges. Ja, für Fußballfans sind es ja spannende Wochen im Moment, denn am vergangenen Samstag gab es ja das große Champions-League-Finale. Borussia Dortmund war ja dabei, hat dann letztendlich nicht gewonnen, wie wir wissen. Real Madrid. Ich habe keine Ahnung vom Fußball. Hat die Partie gewonnen. Ja, schon gleich zu Beginn der Partie gab es dann erstmal ein wenig Ärger, denn gleich drei Flitzer liefen aufs Spielfeld und man muss die Frage stellen, wie kann sowas passieren? Ich meine, es ist auch irgendwo einfach unverschämt da reinzulaufen, weil du machst ja den Leuten auch, ja, also, keine Ahnung, die können ja auch nicht wissen, was für eine Person das ist. Unter Umständen haben die ja auch was gegen dich und würden dich irgendwie angreifen oder so. Passiert jetzt in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht, aber ist immer noch eine mögliche Option. Ein Schaudern an das Finale der EM und jetzt gibt's noch ein Selfie mit Vinny Junior. Ich würde da mich so wegdrehen und kein Foto mit dem machen. Ich würde niemals dem gestatten, da ein Foto mit mir zu machen. Kein Ordner weit und breit. Und der hat zwei Fotos fürs Leben und wahrscheinlich auch eine Strafe fürs Leben. Und der geht von alleine immerhin. Und immer noch ist kein Ordner aufgewacht. Und es kommt Flitzer Nummer 2. Danke an Joachim Günther für die Bilder aus den ZDF-Kameras. Und es kommen die ersten Flitzer Ordner. Er ist doch nicht mal ein Ordner, oder? Er hat ihn einfach nur geschubst. Jetzt gibt's Ärger unter den Fans. Aber zu Recht. Also ich bin gegen Selbstjustiz, aber... Ja, den haben sie sich geschnappt und es kommt Flitzer Nummer 3. Das ist ja ein Anfang. CR7 für die ganz Kleinen. Immerhin, es bleibt friedlich, immerhin, es passiert nichts. Da gibt es ja auch andere Szenen immer wieder und immerhin. Ja, aber das wissen die ja nicht im Vorhinein. Suchen sie selbst das Weite, aber der Ordnungsdienst blamiert sich hier gerade. War das vor der EM? Ja, ich glaube schon, das war quasi... Hatte Holger doch vorhin gesagt, frag mich nicht, ich kenne mich nicht aus dem Fußball. Ich weiß nur, dass das dumm ist zu machen, weil die nicht wissen, ob die Person gefährlich ist oder nicht. Und dann müssen schon die Spieler, Marcel Sabitzer, bevor er eingreift, jawohl, der Österreicher schreitet zur Tat. Das Guck mal, sogar der Österreicher war schneller. Das musst du dir mal überlegen. So langsam waren die Ordner. Die Ordner nicht erledigen, das erledigt Marcel Sabitzer. Das Londoner Wembley-Stadion hatte schon öfter Probleme mit Flitzern in der Vergangenheit und deswegen hat man diesmal gesagt, wir passen auf, da wird nichts passieren. 2500 Ordner waren im Stadion, um für die nötige Sicherheit zu sorgen. Ja, und was ist passiert? Nach 30 Sekunden des Spiels kamen die ganzen Flitzer und haben da Ärger gemacht. Wir haben es ja gerade gesehen. Ja, diese Flitzer ziehen ja ihren Lustgewinn eigentlich daraus, dass sie vor allem dann im Fernsehen zu sehen sind. Und vielleicht sollte man die einfach gar nicht zeigen im Fernsehen, aber andererseits, manche machen es dann auch für die Fotos oder so. Aber gut, die hasst dann eh auch jeder. Deswegen gab es auch mal eine Abmachung, dass die möglichst nicht mit der Kamera eingefangen werden, damit ihnen diese Bühne gar nicht erst geboten wird. Aber davon war hier nicht viel zu sehen, denn wir haben ja gesehen, die Kamera ist ihnen ja richtig hinterher, bei zweien zumindest. Der dritte, der ist halt sehr schnell gestoppt worden, den konnte man denn gar nicht erst einfangen. Nun muss man dazu sagen, dass die offizielle Bildregie der UEFA in dem Moment, wo die Flitzer auf das Spielfeld gerannt sind, neutrale Bilder gezeigt haben. Die haben irgendwie ins Publikum geschwenkt, haben Fans gezeigt oder sonst irgendwas. Die haben es. Ja gut, ich will es auch lieber sehen als Zuschauer. Also ich interessiere mich nicht für Fußball, dementsprechend ist alles andere interessanter auf dieser Welt, aber... Sinnvoll, jetzt strategisch betrachtet, ist es schon, es nicht zu zeigen. Richtig gemacht, aber es gab einige übertragene Sender, wie eben zum Beispiel auch das ZDF, die haben sich daran nicht gehalten und haben es offenbar für gut und richtig empfunden, dann diese Flitzer auch in voller Länge und Breite zu zeigen.
Interessant ja auch, dass zwei Spieler von Real Madrid auch noch bereitwillig für Selfies bereitstanden. Das fand ich natürlich sehr interessant. Anstatt den irgendwie festzuhalten und irgendwie Ding festzumachen, wird noch in Ruhe. Ja gut, ich meine, wenn ich verstehe, dass man dann Hemmungen hat, da böse oder jetzt negativ auszutreten, gerade wenn die Fans von einem sind, dass man dem dann irgendwie nett gegenüber auftreten möchte. Aber es ist halt unklug, strategisch betrachtet. Ein Selfie gemacht. Unklug. So, dass zwei dieser Flitzer oder der dritte wahrscheinlich auch so gezeigt wurden, ist deshalb auch ärgerlich, weil das Ganze auch noch eine Werbeveranstaltung für einen dubiosen Influencer namens Malstroy war. Das war zumindest auf den T-Shirts der Flitzer zu lesen. Malstroy ist einer, der wird in Russland und in Weißrussland gesucht. Oh, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Warte. Ist das der? Weil er dort den Kriegsdienst verweigert hat. Jetzt ist er irgendwo anders in Osteuropa. Und der hat ziemlich viel Kohle gemacht, vor allem mit der Werbung für Online-Casinos und also der Verharmlosung von Glücksspiel letztendlich. Und ja, das ist ein wirklich netter Zeitgenosse, muss man sagen, vor allem was den freundlichen Umgang mit Frauen angeht. Na, das sah nicht so gewollt aus, also... Sag mal, auf was ist denn der drauf? Russischer Skurrus, das wird direkt mal hier gelöscht. Skurrus hat nichts in der Art gemacht. Okay. Ey, sag mal, der spricht Russisch, das brauchst du nicht piepen. Ja, da würde ich mich auch noch mal hinsetzen. Sehr, ja, auf jeden Fall. Ich würde ja gerne eine Übersetzung haben. Wirkt sehr sympathisch, oder? Weil ja niemand Russisch versteht. Ich glaube, der deutsche YouTube-Werbealgorithmus versteht keine ausländischen Schimpfworte. Da bin ich mir ziemlich sicher. Keine ausländische Vulgärsprache. Nichts, was ansonsten hier so rausgepiept wird wegen Werbefreundlichkeit. Ein lieber Mensch, ja. Die vielen Pieptöne lassen nur erahnen, wie er offenbar diese Frauen da so bezeichnet hat, ja. Vor allem die, die er mit dem Kopf auf die Tischplatte geknallt hat. Aber Geld scheint er ja viel zu haben. Sehr sympathischer Zeitgenosse auf jeden Fall. Haben, denn Malstroy lobt eben tatsächlich Geld dafür aus, dass andere für ihn Werbung machen. Er verspricht den Fans eben, wenn ihr irgendwo auftaucht an prominenter Stelle mit einem T-Shirt, wo mein Name draufsteht, dann zahle ich euch Geld. Und das scheint hier denn eben auch der Fall gewesen zu sein. Wirklich, ist auch sehr positive Aufmerksamkeit, ja. Sein, dass diese Flitzer also die Prämie kassieren wollten. Ganz schön absurd, das Ganze. Ja, das nicht nur für Fans und Spieler ärgerlich, sondern natürlich, weil das Spiel eben unterbrochen wurde. Hier sind mindestens 4 Leute im Chat, die das verstehen. Ja, gut. Sondern eben auch noch obendrein, weil so eine Flitzpiepel auch noch eben tatsächlich Werbung für sich bekommt. Hoffen wir mal, dass die EM da deutlich besser laufen wird. Wollt ihr... Ja, gestern erstes Spiel gesehen. Die Frage, die wir uns alle stellen, wie viel Eigentore hat Deutschland gemacht? Die Antwort ist... Kann ich das auf dem Monitor öffnen? Die Antwort ist... Aber ansonsten lief es ganz gut. Schreibt eure Meinung zum Thema gerne mal in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch die Reaction gefallen hat. Ja, auf jeden Fall absolut dumm, sowas zu machen. Macht sowas bitte nicht. Dieser YouTuber wirkt nicht...
nicht so, als sollte man für den Werbung machen, vor allem wenn er sowas noch sponsert. Ja. Lasst ein Like und ein Abo da. Schaut bei Twitch vorbei und wir sehen uns.